Hallo liebe Messerfreunde, wir werden hin und wieder mal gefragt, warum sich denn ein Messer aus Kohlenstoffstahl nicht so scharf anfühlt wie Messer aus anderen Stählen, obwohl sie ja frisch geschärft werden von uns. Man kann Messerschärfe daran testen, wie gut es schneidet und nicht wie bissig es sich anfühlt, weil Messer aus dem rostfreien Stahl fühlen sich viel bissiger an und damit denkt man auch viel schärfer als Kohlenstoffstähle. Der C100 hat ein sehr feines Stahlgefüge und als Beispiel unser Saki-Messer in der Black Powder Edition ist so, dass man hier vorne fühlt und denkt, naja, geht so. Wenn ich jetzt aber beigehe und nehme das Messer, ganz wichtig, ohne Druck, ja, also keine Kraft ausüben und setze es einfach nur so auf den Nagel drauf, dann merkt man, das beißt sich direkt in den Fingernagel rein und bleibt da drinnen hängen. Wenn das Messer stumpf ist, würde es einfach drüber rutschen und sich nicht reinbeißen. Und das ist ein ganz schöner Test, um zu sehen, ob eine Messerklinge scharf ist. Dafür geht man bei und setzt das Messer so circa im 45-Grad-Winkel einfach auf den Fingernagel drauf, aber ohne Kraft, dass ihr euch nicht den Finger verletzt. Nachmachen auf eigene Gefahr. Ich mache das so. Ich empfehle euch natürlich nicht, probiert das aus und schneidet euch in die Finger. Aber so überprüfe ich, ob ein Messer schön scharf ist. Oder man geht bei und rasiert sich die Unterarme, aber auch dabei darauf achten, das Messer nicht flach auflegen, sondern ein bisschen schräg anstellen, dass die Schneidkante auch wirklich überhaupt die Haare treffen kann. Seid vorsichtig, wenn ihr das ausprobiert. Ich übernehme keine Haftung für irgendwelche Schnittverletzungen. Viel Spaß!